Geschäftsführer zu werden, ist relativ einfach. Sie nehmen ein Blatt Papier, jemand schenkt Ihnen ein bisschen Vertrauen, Sie unterzeichnen. Kann eigentlich faktisch jeder. Ursprünglich stammt das Unternehmen aus Schalksmühle, wo es dann von meinem Schwiegervater vor rund 50 Jahren jetzt genau gegründet worden ist. Das ist ein klassischer Werkzeugbau. In den ersten Jahren sind dann irgendwann mal nach Halver umgesiedelt. Bin 1993 ins Unternehmen eingestiegen, habe dort meine Diplomarbeit geschrieben im Rahmen meines betriebswirtschaftlichen Studiums. Ich mache diesen Job jetzt seit 1997 als Geschäftsführer. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Das hat mir mein Schwiegervater auch mal so beigebracht, ob ich jetzt ein Gründer bin oder ich Geschäftsführer bin. Den Gründermut zu haben, irgendwo zu sagen, ja, ich mache mich jetzt selbstständig auf der grünen Wiese oder in einer kleinen Kammer, ist etwas anderes als zu sagen, ich gehe als Geschäftsführer in ein Unternehmen. Mein Schwiegervater war ein begnadeter Handwerker, ein super Werkzeugmacher. Dann wieder Menschen mitzunehmen, ist eine andere Aufgabe, ist nicht immer einfach, bringt auch Probleme mit, bringt Generationsprobleme mit, also das, was wir auch in Deutschland haben, mit vielen Generationsübergabekonflikten. Das heißt, dass du führst ein Geschäft, in der Summe führst du aber Menschen, du musst Menschen mitnehmen, du musst Menschen begeistern, du musst Menschen hinter dich bringen. Heute in der Gruppe auch mit unserem Montageunternehmen, der Firma Esen in Lüdenscheid, ca. rund 200 Beschäftigte. Sie kommen dann erstmal auch nur von der betriebswirtschaftlichen Komponente. Sie haben die Schwierigkeiten, dass Sie nicht einem altgedienten Meister erzählen können, wie er ein Werkzeug zu bauen hat. Sie können vielleicht nachher sagen, naja, deine Kalkulation hat nicht gepasst. Was ich mir irgendwann mal auch in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen gesetzt habe, habe gesagt, ich möchte Firma Maybeck zu einem Vorreiter, zu einem der besten Kunststoffverarbeiter machen in dieser Region. Die Region hier im Märkischen Kreis ist eine relativ starke, große Kunststoffregion. Entstanden auch durch die Werkzeugbauten, durch solche Gründermentalitäten, wie mein Schwiegervater sie gehabt hat. Darin sich zu behaupten, ist nicht einfach. Der große Vorteil von Maybeck ist eigentlich, dass es nichts gibt, was wir nicht können in der Kunststoffbranche. Das hört sich auf der einen Seite, da denkt er, hast du Schwerpunkte, verarbeitest du andere. Nein, ich sage, wir verarbeiten jedes Thermoplastmaterial, was es gibt. Kunststoff, alles andere ist Plastik, ist eigentlich das, wo wir uns von dem Gesamtmarkt, einem relativ komplexen und heterogenen Markt, absetzen, ein Stück weit anders sein als andere Verarbeiter. Nicht nur einfach sagen, ich baue ein Werkzeug, ich fertige oder spritze ein Kunststoffteil und baue das Ganze zusammen. Ein bisschen mehr Spaß. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, 8 Stunden zu arbeiten und dann gehen wir nach Hause und alles ist gut. Sondern unser Kunde erwartet von uns einen anderen Dienstleistungsanspruch. Also der ruft nach 10 Stunden, nach 11 Stunden. Also es muss eine fast permanente Erreichbarkeit da sein. Wir sind also ein Dienstleister in dieser Branche. Wir müssen gut sein, müssen flexibel sein, schnell sein, partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammenarbeiten, in der Entwicklung etwas erreichen, Verbesserungen zu erreichen, damit die auch wieder erfolgreich auf ihren Märkten platziert sind. Man spricht ja eigentlich ungern über soziale Projekte, also da, wo man sich beteiligt, ob das jetzt ein Kinder-Jugendhospiz in Olpe ist oder ob es eine Carrera-Stiftung ist oder an verschiedenen Dingen, wo sie im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten sich in irgendeiner Form dann beteiligen. Aber ich sag mal auch die regionalen, die Projekte vor Ort, eine Feuerwehr, ein Fußballverein, Sportverein, ein Freibad in Halver, was sicherlich ein Aushängeschild ist, was ohne die Beteiligung von Unternehmen überhaupt nicht funktionieren würde. Also es ist sehr vielseitig. Dazu gehört Mut, Leidenschaft, Interesse, Engagement, alles was dazu kommt. Das hat nicht jeder in sich. Ich weiß auch nicht, ob ich es, aber ich gebe mir zumindest Mühe.